Jo Leute, was geht? Und aber herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Freunde, was soll ich euch erzählen? Ich wurde absolut ins Loch geschubst in der Weekend League. Ich habe vier Controller innerhalb von so 5 Minuten, glaube ich, zerstört, ja. Bin in der Weekend League komplett rutschen gegangen und habe einmal komplett die Fassung verloren. Wieso, warum, weshalb das passiert ist und meine richtig geilen Rewards, das seht ihr jetzt in diesem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, Freunde. Schreibt mal gerne rein, wie es bei euch in der letzten Weekend League lief. Also bei mir war es servermäßig richtig, richtig geil. Schaut rein, Freunde. Ansonsten heute Abend 18.30 Uhr at Broski Show abchecken, Freunde. Ihr fragt mich ja immer nach meinen Fußballmeinungen. Heute Abend ist meine Fußball-Talkshow. Wer sie noch nicht kennt, 18.30 Uhr auf Twitch. Immer einmal im Monat. Wir haben geisteskranke Experten da. Ihr seht die hier einmal eingeblendet, wer alles mit am Start ist. Unter anderem Patrick Ovomujela, Plettenberg, Tim Borowski, es gibt so viele, Anton Stach von Mainz, das habe ich einen vergessen. Also guckt euch einfach an, Freunde, wir werden über die WM reden, über das Finale, über die ganzen anderen interessanten Themen im Fußball und kleines Weihnachtsgeschenk für euch, es sind Twitch-Drops aktiviert, das heißt, wenn ihr zuschaut, ihr müsst nichts anderes machen, einfach zuschauen, dann habt ihr die Chance auf Adidas-Gutscheine und PSN-Karten, Freunde. Richtig geil. Also checkt's ab, Freunde, heute Abend 18.30 Uhr auf meinem Twitch-Kanal und jetzt viel Spaß beim Video, let's go. Und ich wurde krass gebrochen. Deshalb gucke ich, je nachdem, wie lange das morgen geht, ob ich dann noch abends streame oder nicht. Okay. Chemiesystem hat der Gegner nicht so verstanden, aber ist okay. Boah, was ein Ball. Also der Ball von Messi war ja 10 von 10 Killer. Auch ein schöner Jubel. Auch provokant. Nein, es war so geiles Dribbling von Messi. Das war genau das, was ich von Messi sehen will. Es wäre überkrass gewesen. Digga, also Messis Curveshots kommen so schlecht. Wow. Ich muss halt unbedingt in der Halbzeit auswechseln, ne? Ganzes Mittelfeld hat er gelb. Muss ja komplett knicken. Oh mein Gott. Nicht unverdient. Digga, also Messi, ich schwöre es dir, was ist denn los? Ich habe noch nie eine Messi-Karte mit so einem schlechten Schuss gesehen. Verstehst du nicht? Es ist geisteskrank! Er macht alles falsch! Oder bin ich das? Oh, Blanc ist so schlecht, ne? Blanc ist so unfassbar schlecht. Ich hasse Blanc, ne? Also der ist wirklich so bad. Dann werde ich nicht nochmal spielen. Digga, Messi, du schießt wie ein... Bitte! Bitte! Was ist denn los, Alter? Tor. Siehst du schon, bevor der... Das wird nicht bestraft, Alter. Oh, Mann! Ich geh mich offiziell. Oh, Nummer uno! Oh, Bonu! Numero uno, Freunde! Wir müssen uns spurten für die Wette. Wir brauchen noch den zweiten. Let's fucking go! Und ein Kyle Walker noch hinterher. Ist der billigste, ja. In der Zeit, wo ich groß geworden bin? Digga, muss ich jetzt das Spiel schon wieder neu starten, oder was? Ach, Bruder, also war ohne Flachs. Das kannst du dir ja nicht mehr ausdenken. Ich habe jetzt in 5 Minuten das Spiel dreimal neu gestartet. Wollen die mich verarschen, oder was? Mods, ihr könnt die Wette löschen. Ich schaff gar nicht, die Packs zu ziehen. Bruder, das ist ja geisteskrank. Also wollen die, dass ich das Spiel nicht zocke, oder was ist los? Habt das nie. Ja, ich kann euch sagen, warum ihr das nicht so häufig habt wie ich. Weil ich in einer Lightning Round 500.000 Millionen Euro verziehe und die ganze Zeit die Packs aufmache. Und da passiert es ja die ganze Zeit. Alter, das ist ja geisteskrank. Oh, wir starten in dem Lewandowski. Ratingmäßig sehr gut gestartet. Bei Walkout, stabil. Hä? Als ob ich zwei Lewandowskis angetradet habe. Keine SBC, wo ich den reinpacken kann. Schade. Ah! Da! Bonu! Schade, schade. Und ich kann das Spiel nochmal neu starten, glaube ich. Ja. Geil. Nee, der ist, glaube ich, 2014 nach Barca
2014 oder... nice. 2014 oder 2013 ist er, glaube ich, nach Basel gegangen. Zweiter. Hey! Man sieht echt viele unterschiedliche. Und jetzt haben wir einen Untrade. Thiago Silva. Diese Kreativposition Argentinien war jetzt 15 Jahre lang Messi. Oh, let's go. Next one. England. Oh! Harry! Geil, kostet der Bruder was? Er ist sowieso untrade, aber ist es ein Big One? 200k, ey, das ist sogar gut. Und so eine Karte untrade zu haben, Freunde, ist nie verkehrt. Das ist ein W. W's in die Chat, W's in die Chat, Freunde. Den Harry nehme ich mit. Haben die dem nicht sogar 4 Sterne Skills gegeben? Der Aufnahme ist Killer. Ah, haben die nicht. Schade. Er sieht ja trotzdem big aus, ne? Der hatte doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte der so eine Flashback-Karte mit 4 Sternen-Skills. Ich glaube, das war zum Potz, die war echt ganz geil. Hab dessen Ball vom Elber im Garten gefunden. Naja, machst du gut. Viel Spaß damit, hab da einen guten Keeper. Dann die zweite Option ist, einfach jetzt Nübel zurückzuholen, schon im Winter. Und dann jetzt einfach auszuprobieren, ob Nübel soweit ist oder nicht. Und die dritte Option ist, jetzt einen jungen Torwart zu holen. Ui. Hat lange geladen, aber wir haben was. Perfekt, Bonu. Ich kann ihn mittlerweile abstoßen. Geil. Sehr nice. Ja, schade. Oh, der wird abgestoßen. Und das war der vierte. Wir können auflösen. Wenn man dann halt am Ende bei Manuel Neuer... Wann hat denn der Geburtstag? Wird der jetzt während der Verletzung 37? 27. März. Das heißt, Manuel Neuer kommt aus der Verletzung raus in der nächsten Saison, wenn der 37,5 Jahre alt ist. Der wird frühestens im August, September zum Bundesliga-Start wieder spielen. Ah, okay, schade. Dortmunder Jungs. Ist aber auch ein Duell um die Ehre. Oh ja, ist ein Derby. Mods, Wette machen. Sieg ja oder nein. Wer gewinnt das Derby? Der Al-Owairan ist einer der schlimmsten Karten, die es gibt. Boah, meine Verteidigung ist so schlimm. Oh, Carvalho. Einfach Bewegungslegastheniker. Ganz, ganz stark, Leo. Ganz, ganz stark, Leo. Und direkt zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Oh, was? Der Ball getroffen habe ich los. Oh, er will mich brechen. Schade. Das ist aber so ein Spiel, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich will es nicht als Ausrede nehmen, wenn ich das hier nachher verliere. Aber es fühlt sich ganz komisch an. Also seine Spieler spielen sich so, als wären die auf Speed. Der kann so schnelle Pässe und Kombinationen machen. Oder das kriege ich gar nicht hin, weil meine Spieler gar nicht so schnell sich bewegen können. Guck es mal an, die fallen in einer Tour hin. Das ist zu krass, Junge. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Und wieder Gegentor wegen Thomas Schalke. Alter. Boah, Junge, ich hasse es, wenn man einfach merkt, wie das Spiel einen anderen bevorzugt, ne? Ich hasse es so krass. Ey, das ist ja geisteskrank. Alter, das ist ja wirklich geisteskrank. Wie am Ende irgendwie immer jeder Ball zu ihm zurückkommt. Das ist ja wirklich gar nicht mehr, also das ist ja nicht mehr lustig. Alter! Alter! Alter, bitte! Also das... Wenn ich das nicht gewinnen soll, nicht gewinnen darf, dann bitte einfach eine Notification am Anfang des Spiels, EA Sports, sie können dieses Spiel nicht gewinnen. Wir pudern dem Gegner das Arschloch, alles okay für mich. Dann habe ich weniger Stress und quitte nach genau 0 Minuten. Ja, ist das nicht möglich, Digga. Meine Fresse. Digga, was ist das? Ich würde gerne einen 3-Meter-Pass spielen können. Ist es möglich? Alter, bitte! Was ist denn? Digga, die sind so schlecht, Alter. Komm, nerv mich nicht, Digga. Geh mir nicht auf den Sack. Oh, lass mich einfach die 14 voll machen und nerv mich FIFA, bitte. Ich hab keinen Bock, genervt zu werden. Das wäre jetzt Instant-Karma gewesen, hätte ich wie bei dem Gegner gerade jetzt einfach nochmal diesen Dortmund-Dude gesehen. Stell dir mal vor, ich hätte ihn jetzt nochmal bekommen. Das wäre so richtig Taste the Own Medicine gewesen. Warum mussten die Wette gecancelt werden, wenn ich in der... in der 90. Minute quitt, weil ich verloren habe. Ist auch ganz klar, das Spiel verloren einfach. Warum müssen die gecancelt werden? Wo war der im Abseits? Nein, nein, es war so schön eigentlich. Aber wieder die Animation dauert eins zu lange, weil diese Scheiß-Server so billig sind heute. Chat, ihr würdet es mir nicht übel nehmen, wenn ich gleich irgendwie 1-2-0 hinten lege, einfach das Spiel ausmache, oder? Seid ehrlich, würdet ihr mir das übel nehmen? Wenn ich einfach wirklich die Konsole ausmache. Guckt das an. Das ist... Würfeln, ob der Gegner da durchkommt oder nicht. Das hat nichts mit Skill zu tun, einfach würfeln.
Guck dir das an, Digga. Ein 3-Meter-Pass mit einer Karte, die 1,4 Millionen kostet, Junge. Wurdest du zum Frühstück in den Arsch gefickt oder was? Digga, es geht nicht, Alter. Nee, ich werf ihn nicht. Lionel Messi. Habt ihr es gesehen? Lionel Messi. 94 passen. Lionel Messi! Ich muss kurz durchatmen. Also das ist ja ganz krass. Digga, das ist ja, also es ist ja einfach nur noch krass. Boah, guck dir mal an. Guck dir mal bitte an, wo Carvalho steht. Boah, ist das ein Trauerspiel, Alter. Wieso steht er so komisch da, Carvalho? Bitte, warum? Was ist das für ein Stellungsfehler? Was deckst du da hinten ab? Warum ich? Was habe ich denn gemacht? Alter, 2-Meter-Pass wieder. Weil er wieder einen Zwischenschritt macht, anstatt ihn einfach direkt zu spielen. Oh Mann! Oh Mann! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich hab 3 Controller in einer Minute gekriegt. 3 Controller in einer Minute. 3. Als Nuttenspiel ist, Digga. Ein verficktes Nuttenspiel, Mann. Das haben wirklich... Also wirklich, ich hab es nicht verdient, dass ich das spiele. Ich hab es nicht verdient, dass ich das spielen muss. Ich hab es nicht verdient, ehrlich. Alter. 1, 2 und alle guten Dinge sind 3, Digga. In einer verfickten Minute, Junge. Ich habe es nicht verdient. Ehrlich nicht. Ohne Scheiß. Also so ein schlechter Mensch kann ich nicht sein. Ich hätte die auch noch gebracht haben müssen. Dann hätten wir darüber reden können, dass ich es verdient habe, dieses Dreckspiel zu spielen, Alter. Ich schwör's bei Gott! Kerblech leihen. Ich hab gar keinen Controller mehr. Da haben wir wieder laut gelacht, Jörg. Super. 3 Controller in einer Minute. Das ist ein Rekord, ehrlich. Ich spiele das Ding schon so lange. Ich habe schon so viel miterlebt. Ich habe schon Tische kaputt gemacht. Ich habe schon Stühle kaputt gemacht. Ich habe Türen kaputt gemacht. Wirklich, ich habe, was Rage angeht, eine ewig lange Vita, Alter. Aber 3 Controller in einer Minute, das ist neu. Ihr lächelt mich an, du kleiner, süßer, dreckste Wix-Controller. Du lächelst mich richtig an. Ich würde gerne, aber ich verschone dich, Junge, weil ich einen super Tag habe. Ich habe so einen guten Tag, das kannst du dir gar nicht aussehen. Mein Tag ist wirklich so geil. Ehrlich, ich könnte gerade so richtig lachend in eine Kreissäge reinlaufen. So einen geilen Tag habe ich. Es fühlt sich einfach gut an. Ich könnte gerade meinen Penis, meine Eichel vorwärts in so einen Fleischwolf reinlegen. So einen geilen Tag habe ich gerade. Mega. Ich versuch's positiv zu sehen. Denn ich wurde von meinen Qualen vorzeitig entlassen. Das ist wie eine Gefängnisfreikarte in Monopoly. Du zahlst dich frei. 3 Controller, 180 Euro für 40 Minuten mehr Lebenszeit. Weil ich dieses Spiel dann nicht spielen muss. Ich habe mir 1,5 Weekend League Games gespart. Das ist eine geile Rechnung. Mega. Will einer noch ein blaues Stück Controller haben? Ich kann dir auch die Farbe anbieten. Denn ich habe beide gekriegt. Super. Mega. Ja, ich muss mir mal überlegen, was wir machen, Chat. Das kann sein, dass es hier heute vorerst der letzte FIFA 23 Stream war. Also ich sehe mich da aktuell nicht. Ich mache jetzt hier gleich noch die Rewards auf und bewerbe mein Team. Aber das kann absolut sein, dass es mein letzter FIFA 23 Stream fürs Erste war. Digga, wisst ihr, was jetzt wieder passiert ist? Das ist der Klassiker. Digga, dieses Spiel ist so schlecht, jetzt muss ich wieder
meine ganze Kamera einstellen. Es ist alles wieder verstellt. Ich habe diese EA Sports Hurensohn-Cam an. Time Finish ist ausgeschaltet und der FIFA-Trainer müsste auch an sein. Digga, es ist unfassbar, wirklich, wie schlecht dieses Spiel ist. Es ist unfassbar, wie kann man so ein Spiel rausbringen? Unfassbar, wirklich, das ist das schlechteste Spiel, was ich hier gesehen habe. So. Arschritze, 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 vielen Dank. Geile Rewards, hat sich gelohnt. Super. Was haben wir hier noch? Was hat das volle Spaßpaket uns heute zu bieten? Was kriegt man für 11 Siege? Einen trockenen Arsch. Und was kriege ich noch? Ein 50k-Pack. Jawohl, geil. Arschritze. Kann ich bitte diese Picks abstoßen? Bitte, kein Mensch braucht diese Picks. Auch wenn mir der Typ hier noch fehlt. So, 125k-Pack. Arschritze. Weekending Rewards. Nochmal Arschritze oder was? Geil. Ja, Dankeschön für mein geiles Wochenende. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Digga, der hier ist sowieso ein Arsch. Bei Nummer 4. Digga, der blinkt noch! Geh aus! Nummer 4, auch noch eingetütet. Sehr schön. Was haben wir hier hinten? Richtig, eine R1-Taste. Auch die wird fachgerecht entsorgt. Für die Statistik. So, jetzt habe ich noch einen funktionierenden PS5-Controller.